So, das nächste ist also Suche mit Bitvektoren. Das ist ein sehr kurzes Intermezzo, weil es eigentlich eine relativ einfache und kleine Idee ist, eigentlich nur. Aber sie ist nicht ganz uninteressant. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung wie mit dem Sortieren, wo wir gesagt haben, wenn die Anzahl der Schlüssel klar ist, beziehungsweise die Anzahl der Schlüssel letztendlich, die Menge der Schlüssel klar ist, bekannt ist vorher, dann können wir einfach hier mit diesem Bucket-Sort-Idee, mit diesem Count-Sort, nicht Bucket Sort, um Gottes Willen, mit Count Sort, hier einfach ja die Buckets von einem Histogramm sozusagen der Reihe nach abgehen. Ja? Und so eine ähnliche Sache können wir natürlich auch mit dem Suchen machen, wenn die Menge der Suchschlüssel, die Menge der Schlüssel, in denen ich suche, begrenzt ist. Ja? Also jetzt wieder ein bisschen zurück. Wir gehen wieder auf diese eindimensionalen Schlüssel, auf unser ganz normales Suchproblem, dass diese Schlüssel einen Wert beinhalten. Und wenn wir jetzt wissen, dass diese Menge der Schlüssel, in denen wir suchen, irgendwie relativ klein ist, dann können wir so eine ähnliche Idee wie das Counting Sort machen, das wir schon beim Sortieren, wie gesagt, ausgenutzt haben. Das heißt, dadurch werden wir schneller, wie wir gleich sehen werden. Wie schnell, das schauen wir uns jetzt an. Also, Suchen mit Bitvektoren ist das Thema. Und wie gesagt, statt bisher lineare Suche zu machen, beziehungsweise eine binäre Suche zu machen mit Bäumen, was wir dann von O von N auf Log N runterbekommen, können wir natürlich versuchen, den Suchraum eben noch cleverer zu strukturieren. Und die Frage ist, wie schnell können wir dann tatsächlich werden? Ja? Das sehen wir jetzt hier. Also für sehr kleine Universen, das war unsere Menge von Schlüsseln, die überhaupt möglich sind, ja, können wir natürlich, ja, also wenn die maximale Anzahl von Elementen eben vorgegeben ist, dann können wir natürlich so eine ähnliche Idee machen, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem Counting Sort. Dann können wir einfach nur noch ein Ist-Enthalten-Test machen. Ja? Wie geht das Ganze? Also ich verwende für den Schlüssel i oder den Schlüssel i als Index in einem Array von Bits. Ja? Also in einem Array, ein Array von Bits, das ist ein Array, da stehen nur Nullen und Einsen drinnen. Das nennt man eben auch einen Bit-Vektor. Ja? Und eine 1 steht drinnen, falls für den Schlüssel an dem entsprechenden Index, ja, also der Schlüssel wird als Index im Bit-Vektor verwendet, und falls der Schlüssel i vorhanden ist, ja, dann setze ich an der i-ten Stelle dieses Bit-Vektors eine 1. Falls der Schlüssel nicht vorhanden ist, dann setze ich an der entsprechenden Stelle an einem entsprechenden Index des Bitvektors eine 0. Ja? Also beispielsweise, wenn ich meine Menge von Schlüsseln 0, 1, 2, 3, 4 habe, das ist sozusagen mein Universum, ja? Und ich eine Menge habe, die nur die Schlüssel 0, 2, 3 hat, ne? Also das ist die Menge, das ist mein Universum, das ist die Menge aller möglichen Schlüssel, nach denen ich theoretisch suchen könnte. Und meine Menge ist ja meistens eine, also meine Menge, in der ich suche, ist ja meistens eine Teilmenge des Universums. Das heißt also, mein Universum besteht aus 5 Schlüsseln maximal. Das heißt, ich kann ein Array von Bits der Länge 5 spendieren sozusagen. Ne? Und an jeder Indexstelle steht jetzt eben, ist dieser entsprechende Schlüssel drinnen oder nicht drinnen. Das heißt also, für die Menge 0, 2, 3 würde der entsprechende Bitvektor so ausschauen. 0 ist drinnen, also an der Stelle 0 ist eine 1. 1 ist nicht drin, also an der Stelle 1 im Index, an der Indexstelle 1 ist in dem Mittelvektor eine 0. 2 ist drinnen, also an der Stelle 2 ist es 1 wieder. 3 ist drinnen, deshalb hier eine 1. Und 4, Schlüssel 4 fehlt wieder, deshalb hier eine 0. Ja? Und jetzt, wenn ich einen Schlüssel suche, zum Beispiel 2, dann kann ich einfach nur nachgucken. An der Stelle 2 ist eine 1 drin, bingo. Hab's gefunden. Ja? Und hier sehen Sie noch eine zweite Menge, einfach nur, dass Sie das vielleicht noch ein bisschen klarer verstehen. Zweite mögliche Menge, in der Sie suchen könnten, als Bitvektordarstellung. Ne? Also ich repräsentiere jetzt sozusagen die Menge der Schlüssel als Bitvektor. Das geht offenbar nur vernünftigerweise gut, wenn die Menge also die Menge der möglichen Schlüssel eben relativ klein ist, also mit anderen Worten, wenn das Universum relativ klein ist. Nur dann funktioniert das, weil wir für alle möglichen Schlüssel, alle möglichen Elemente des Universums eben
einen Index hier spendieren müssen, offensichtlich. Ja, das ist es schon im Prinzip, ne? Also Operationen habe ich natürlich Insert und Delete, das ist super easy, ne? Also wenn ich einen neuen Schlüssel reinbekomme, setze ich einfach das entsprechende Bit auf 1, was vorher typischerweise 0 war. Wenn ich es lösche, genau andersrum, das ist jeweils bei einem Array direkter Zugriff auf das entsprechende Indexelement O von 1. Ja. Die Suche ist auch O von 1, haben wir gerade schon gesagt. Ich teste einfach das entsprechende Bit an dem entsprechenden Index. Ist es 1, habe ich den Schlüssel gefunden. Ist es 0, habe ich den Schlüssel nicht gefunden. Das Einzige, was ein bisschen nasty ist, sozusagen, ist das Initialisieren, weil ich nämlich natürlich alle Bits zunächst mal des Arrays auf 0 setzen muss und dann der Reihe nach einfügen. Das der Reihe nach einfügen ist ja okay, aber für das Initialisieren brauche ich nicht nur O von klein n, also klein n ist sozusagen die Menge von Schlüsseln, in der ich suche. Also für das M1 wäre das klein n 3 und für M2 wäre das klein n 2. Das sind jeweils 2 bzw. 3 Elemente. Das Groß N ist ja sozusagen die Kardinalität meines Universums. Ja? Das heißt also, für das Initialisieren brauche ich sogar O von Groß N, also von der O von der Anzahl der Elemente in meinem Universum. Und das ist typischerweise mehr, nochmal größer als das Klein N. Ja? Deshalb, wie gesagt, es lohnt sich nur, wenn das Groß N, diese Mächtigkeit, die Kardinalität des Universums nicht zu groß wird. Speicherbedarf ist natürlich auch relativ teuer, deshalb nochmal wichtig ist, dass das Groß N nicht zu groß wird, ja, weil natürlich ich brauche O von N viele Bits, um alle möglichen Elemente zu speichern, sonst funktioniert es natürlich nicht. Ja. Ja, und das sind auch die Probleme, also die Initialisierung und auch der Speicherbedarf natürlich kostet relativ viel. Diese Initialisierung kann man manchmal ein bisschen in den Griff oder kann man in den Griff bekommen durch spezielle Array-Implementierungen. Da wollen wir aber nicht zu tief gehen. Das ist teilweise auch ein bisschen Hardware-lastig sozusagen. Ziel bei der ganzen Geschichte ist natürlich die Initialisierungskosten, ja, hier, die hier und beziehungsweise die hier, möglichst nach unten zu drücken. Im besten Fall natürlich, nachdem alles andere so schön O von 1 ist, möglichst auf O von 1 auch die Initialisierung zu drücken. Das ist, wie gesagt, nur unter speziellen Array-Implementierungen, teilweise auch unter speziellen Hardware-Umgebungen möglich. Und insbesondere eben hängt das sehr, sehr stark von dem N ab. Ja? So, ansonsten, insofern ist das Ganze insgesamt zwar eine hübsche Idee, aber eben nur vernünftig, wenn die Menge, die Größe des Universums nicht zu groß ist. Nicht, also ein bisschen kleiner ist, nicht zu groß ist. Gut, das war's schon. Das war die Idee und die relativ einfache Umsetzung. Ich glaube, die Idee ist relativ einfach und ja, man kann sich gut vorstellen, dass das super funktioniert. Also immer wenn Sie wissen, Sie haben vielleicht nur 100 Schlüssel in Ihrem Universum, mehr gibt es nicht, dann macht es natürlich Sinn, so eine Bitvektor-Darstellung zu machen. Wenn das ein bisschen, also da gibt es natürlich auch Benchmarks, das haben wir jetzt hier nicht vorbereitet, aber das kann man sich natürlich dann auch entsprechend mal ja, experimentell zurechtlegen, wann was noch besser ist. Wenn Sie natürlich nicht genau wissen, beziehungsweise wenn sich das Universum sozusagen theoretisch noch ausdehnen kann, so wie das ja auch mit dem echten Universum ist, habe ich gehört, dass sich das ausdehnt nach wie vor. Also wenn sich unser Universum, wenn sich das Universum der Schlüssel nach wie vor ausdehnen kann, dann ist das vermutlich keine gute Idee. Ne? Also das Universum muss fix sein und es darf auch nicht zu groß sein. Dann macht das Sinn. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind vermutlich Bäume besser. Oder, und endlich ist es soweit, oder vielleicht doch zu den Drogen greifen. Und das schauen wir uns jetzt natürlich gleich im nächsten Podcast an. Habe ich Drogen gesagt? Habe ich natürlich nicht gesagt, ist klar. Ja? Hash-Verfahren schauen wir uns im nächsten Podcast an. Bis gleich.